Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation auf der Ansidoria. Nicht mehr auf der Sevastopol-Station, wir sind auf der Ansidoria und müssen jetzt Marlow finden. Den habe ich nicht kommen sehen. Ich habe ihn gehört, aber nicht kommen sehen. Und dafür auch die falsche Waffe ausgerüstet gehabt, um das Ding jetzt einfach mal so schnell zu erledigen. Mist. Na gut, jetzt wissen wir es besser. Flammenwerfer, wo bist du? Pumpgun, Flammenwerfer. Laden wir mal direkt nach. So. Ja. Okay, wir sind ja auf dem Weg. Wir müssen uns bloß noch durchschlagen. Was haben wir hier? Ach, ein Radio. Das wäre jetzt unser, was aufgeht. Mal gucken, was du noch so für schmutzige Geheimnisse hast. Auf LM-Link, privat, Sevastopol. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist jetzt... ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Forster sagt, ihr gehe es gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber die Nostromo-Flugschreiber öffnet sich vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Okay, sie haben es also tatsächlich eingeschleppt. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Die Sevastopol wollte also einen Teil davon haben. Oh, der ein relativ kurzes Mal wieder, hat nur lange nicht. In letzter Zeit gab es eigentlich nur immer deutlich, deutlich schwierige und längere. Ich meine, wir wurden ja eingeladen. Theoretisch sollten ja außer diese kleinen Viecher hier nichts sein, hoffe ich. Weiß er eigentlich überhaupt, dass er noch läuft, dass er noch Kreaturen auf seinem Schiff hat? Ich vermute mal nicht, ne? Sonst würde er nicht so locker umgehen hier mit der Situation. Oder er... Oh, Komponente B. Super. Oder er ist so selbstsicher und schwerst bewaffnet. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Hab alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Er wird es also nicht zulassen, dass die Menschheit von einem Alien, welches schwerste Verwüstungen anrichtet, nichts weiß. So dass sie den Nächsten, der da zufällig drauf stößt, wieder vor demselben Problem steht. Und man nicht nach Lösung suchen könnte. Mein Weglaufen ist definitiv immer die falsche Entscheidung. Ich meine, gut, wenn das Alien erstmal hinter ihm jagt, sollte man weglaufen, aber so grundsätzlich niemals weglaufen vor Problemen. Sich denen stellen, sie lösen, aber nicht davor weglaufen. Oh, Karte. Nee, doch keine Karte. Ich dachte, da gab es eine Gratiskarte. Ein Speicherpunkt, okay. Den nehmen wir mit, auch wenn wir jetzt gerade der letzte jetzt nicht so lange entfernt ist, aber dennoch. Da lang oder da lang? Wo ist Marlow? Okay, der ist auf der anderen Seite runter. Also versperrt, okay. Mir schwant hier Böses. Benutzen Sie das Terminal? Kann man das Terminal überhaupt nutzen? Anscheinend schon.
Oder auch nicht. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Macht ihr keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Okay, Mami hat's also geschafft. Anscheinend. Zumindest erstmal zu entkommen. Ob sie heute noch lebt, ist die andere Sache. Wir haben auf jeden Fall eine Antwort gefunden. Ich meine, es bleibt immer noch eine offen. Ja, was macht man in solch einer Situation jetzt? Oh nein. Jetzt wissen Sie Bescheid. Was hat er jetzt vor? Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Okay, wir müssen uns jetzt irgendwie Gegenmaßnahmen einleiten, oder wie? Nein, wir sollen hier... Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Okay, so kann man es auch machen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Okay. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben AUX. AUX. Okay. Ich hab's gefunden. Okay. Und auf geht's, würde ich sagen. Irgendwie das Leben der Unschuldigen auf der Station retten, wenn sie nicht schon längst tot sind von den Alienmassen. Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Keine Ahnung, ob wir schnell sein müssen. Und notfalls wieder neu anfangen müssen. Aber ich beeile mich einfach mal so ein bisschen gerade, damit es hier ein gutes Ende nimmt. Ja, das A, was eigentlich ein D ist. Machen wir gerne. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße.
Schiffe in zwei gerissen werden. Okay, und was heißt das jetzt für uns? Müssen wir jetzt hier relativ schnell fliehen, oder wie? Entkommen sie, okay. Wohin müssen wir denn entkommen? Anscheinend irgendwo hin. Okay, wie geil. Ja, jetzt haben wir... Ich hoffe, dass wir jetzt hier richtig sind. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, mit dem Fahrstuhl sollte man jetzt eigentlich auch nicht unbedingt mehr fahren. Aua. Ja, aber wohin sollten wir eigentlich auch entkommen? Es gibt doch hier kein Raus mehr, kein Entkommen mehr. Wenn das Schiff jetzt in zwei bricht, dann ist es so. Dann sitzen wir doch hier trotzdem drauf. Oder können wir mit unserem Shuttle, was wir hier, womit wir hergekommen sind, wieder zurück? Stromverteilung. Shuttlebucht. Okay, nach links. Und dann geradeaus. Okay, ich kann nur nach links. Das Spiel hat mitgedacht, dass man nicht falsch rennen kann. Boah, hier sieht auch alles zerschlagen aus. Nach rechts, nicht nach links. Okay. Wieder zurück in das Shuttle und dann zurück zu Sevastopol. Zum Alien. Ja. Das ist jetzt die Frage, wo lang? Und vor allen Dingen, was wollen wir jetzt noch auf der Sevastopol? Da stellen wir genauso wie jetzt hier auf dem Schiff. Der Ansidori da. Weil wir haben ja keine Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren, solange Apollo aktiv ist. Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Okay. Finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren, okay. Nein, ist. Auf der Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Schön wäre es, wenn das offen wäre, aber Apollo killt uns ja jegliche Kommunikation. Wahrscheinlich finden Sie einen. Finden Sie Ricardo. Ja, gucken wir mal. Wo Ricardo sich überhaupt aufhält. Er meint, er ist im Kommunikationscenter, oder? Oh nein, hier sind ja wieder die ganzen Aliens unterwegs. Habe ich ja ganz vergessen gerade. Jetzt müssen wir wieder ruhig laufen. Willkommen bei Seekson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Nö, danke. Kein Interesse an Kommunikation. Okay, ich durchsuche mal nochmal alles. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Sinnvolles. Beispiel Elektroschockaufladung. Wobei ich glaube, auf der Station hört es sich eher an, als würden wir gleich ein Alien-Problem kriegen. Gesellschaft, der Sicherheitsdienst von Seekson ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet, nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Torrents, Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Okay, wir müssen also von denen da entfernt bleiben und trotzdem zu Ricardo kommen. Dann hoffen wir, dass nicht so viele von denen rumgeistern. Du hast nichts gesehen. Wohl eins von den komischen Geräuschen, die die Station macht. Genau, es war nur ein Geräusch. Ist jetzt die Frage. Ich hoffe mal, dass wir richtig sind, wenn wir da hinten gehen. Ich meine,
Theoretisch schon. Das Spiel hat uns eigentlich bis jetzt immer auf den richtigen Weg nur geschickt und mehr nicht. Okay, wenn wir so weitermachen, stürzt das Schiff anscheinend wirklich bald ab. Aber rennen wäre keine Lösung, weil dann haben wir alle von denen hinter uns. Wir müssen also jetzt ganz ruhig darüber. Immerhin haben die uns die ganzen Hiwis aus dem Weg geschafft. Das ist es definitiv. Ja, der geht da rein, das ist gut. Muss ich da nicht aber auch lang? Yep, da muss ich auch rein, okay. Man kann niemandem trauen. Ich bin auf mich allein gestellt. Okay, man kann niemandem trauen, er ist auf sich allein gestellt. Ich meine, das ist schon mal gut zu wissen. Mist, jetzt guckt der andere in die Richtung, das ist natürlich jetzt doof. Der da unten, der stört mich gerade, aber dann machen wir mal die Neuverkabelung wenigstens aktiv hier. Vielleicht kann man uns was machen. Luftreinigung und Beleuchtung aus und dafür das Lautsprechersystem an. Vielleicht nervt die das so ein bisschen. Ich will eigentlich auch hier an das Terminal. Mal gucken, vielleicht sieht er uns ja nicht. Türüberbrückung. Jux, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, Unfälle zu vermeiden. Während wir hier rausfinden, was hier los ist, okay. Weigam. Unser Manifest zuerst entschieden ist ein Auge stumpf. Wir wollen ihnen keine neue Welt sein, wir wollen sie mit ihnen entdecken. Hier bei Sixen soll jede neue Technologie, jedes neue Fortschrittsprojekt, jede neue Entdeckung, Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden uns auf dieser Reise anschließen. Nein, werden wir nicht. Morgen gemeinsam Sixen, Reise in den kolonialen Weltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg, zuerst erschienen im Auge des Sixens. Unser Ursprung im All. 2034 änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Sixen, vormals Sixen und Sohn, Sieg und Sohn, den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann unter der steten Führung des Gründers Joshua Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn baut die Komponenten, mit denen Schiffe den kolonialen Weltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiten. Wayland Corp teilt seine Überlichttechnologie nicht mit den anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josh Sieg parat zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Sieg und Sohn sähe der Himmel heute wahrlich anders aus. Mechanismus überbrücken. Ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Okay. So. Zum Glück sind wir in das Terminal gegangen, sonst hätten wir jetzt die Türüberbrückung da oben nicht und hätten wieder runterschleichen müssen. Also so kommen wir jetzt nach oben und können da schön durchgehen. Und andersrum wäre es halt das Problem, dass wir hätten wieder runtergehen müssen. Und da können wir speichern, sehr schön. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder hier zurück auf der Sevastopol. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.